Herzlich willkommen, ich bin Jonas Schnell. Ich mache gerade meine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik in der Firma Dommel GmbH in Wastrüdingen. Wir sind jetzt bei unserer ersten Aufgabe, der Wareneingang. Im Wareneingang bekommen wir täglich bis zu 30 Pakete. Mithilfe des Lieferscheins werden wir unsere Daten in unser System eingeben, also Menge und was für ein Artikel. Und ob auch dieser Artikel für uns bestimmt ist. Unsere zweite Aufgabe ist Kommissionieren. Beim Kommissionieren haben wir extra ein spezielles Programm, durch wie wir unsere Aufträge sehen und herausfinden, was wir genau machen müssen. Ich habe jetzt auch einen Auftrag, bei dem ich jetzt die Behälterbeschriftungen drucken lasse. Die Behälter, die helfen uns dazu, dass wir kommissionierte Sachen wie Mutter oder Schrauben hier rein tun können. Jetzt im Lager angekommen, haben wir unseren ersten Artikel. Den scanne ich ab, um zu schauen, ob es überhaupt der richtige Artikel ist. Dann nehme ich die entsprechende Menge raus und tue sie dann in entsprechend markierte Boxen. Hier sind wir jetzt endlich bei der dritten und letzten Station. Wir bekommen täglich Lieferscheine. Da steht drauf, was wir haben, wie viel und wer es haben möchte. In dem Fall haben wir jetzt hier einen Lieferschein. Hier ist die Ware. Hier ist unser Karton, wo wir die Ware verpacken. Nachdem wir unsere Pakete versandbereit gemacht haben, kommt der Kurierdienst und holt es am Nachmittag ab und verschickt es dann über komplette Welt. Alles Mögliche hat ein Lager. Man kann sich auch gut weiterentwickeln. Es ist einfach perfekt für mich gewesen. An der Anfang der Ausbildung sind wir Azubis 2 Tage lang in Azubi-Freizeit gegangen, wo wir uns besser kennengelernt haben, Freundschaften geschlossen haben. Ja, es macht Spaß, hierher zu kommen. Also ich freue mich tagtäglich, hierher zu kommen, zu arbeiten. Also ich habe euch jetzt ein paar Einblicke von meinen Aufgaben gegeben. Wenn ihr Interesse habt und noch nicht alles verstanden habt, könnt ihr vorbeikommen. Ich erkläre euch alles. Macht ein Praktikum.